So, Leute. Okay. Also wir müssen dann Sektor sonst auch schon räumen. Auf geht's! Getroffen, der Drecksack. Okay. Wo? Okay.
So. The enemy MT squad has been eliminated. Okay. That's it for this job, 621. Return to base. Das war aber eine kurze Mission. Na, Teile Shop, jetzt wird's interessant. D.W. die Bazooka. Den kenne ich ja nur aus dem dritten Teil. Was ist das für eine... Ich habe... Na, das ist ein MG, oder? Salbengewehr. Damit entwickelt die großkalibrige Pistole. Andere Hand. $145,000, ne? Das sind die verschiedenen Köpfe. Verschiedene Köpfe kennen normalerweise sehr spezielle Sachen immer. Was Radar oder Aufklärung normalerweise von sich geht, ne? Was ist das? Aktueller Raketenwerfer ist das okay. Die leichten Haxen. Die leichten Beine. Okay, für Arme gibt's denn das? Den gibt's auch wieder. Und der hat jetzt zwei Dinge drinnen. Ja, ich bin gerade überlegen, zweite Waffe oder Ding. Ich hätte gerne ein anderes Ding. Das. Arme, Beine, Booster. Generator. Machen wir noch eine Mission, würdest du sagen, ne? Consider it an opportunity to prove yourself. Impress us, mercenaries!
den dritten Teil so hat Pazuko gegeben, der hat noch 15 Schuss gehabt, aber wenn die getroffen hat, das war die Armkanone, dann hat es hinten am Rücken die zweite gegeben. Die war die schwerste Kanone im Armored Core im ersten Teil. Wenn die getroffen hat, war echt Aua für den Gegner. Ups, da hat meiner nicht so lieb, würde ich sagen. Das will Raketen sparen. Roger that. Daneben ist so. You're up against mass-produced MTs. Eliminate them as necessary. Okay. Okay. Drecksack! Okay, das hat mir jetzt ein bisschen geschadet, muss ich sagen, ganz ehrlich. Das war jetzt nicht so vorgesehen, dass mein geliebter Raven so dermaßen in Mitleidenschaft gezogen wird. So. Two repair kits remaining. Ja. Ich bin da an. Das hat man gerade gar nicht. Okay. Boah. Das Ding ist ja echt mies drauf. Okay, ich muss mich unten bewegen. Holy shit! Okay. Alter Schwede! Das ist der scheiß Gundam!
Okay, dann brauche ich eine andere Taktik. Die Kanone ist echt unsicher. Scheiße. Okay. Da hinten stehen noch größere Kanonen. Da hinten stehen noch größere Kanonen. Alles klar. Das heißt, am Anfang ist es noch recht einfach. Hinten raus wird es wieder mal schwer. Okay. This is my nut. The front is protected with armor plating. Attack it from behind. Deploy for combat. Destroy that AC. There's only one of them. You can do this. Okay. Ich muss die Häuser als Deckung nutzen. Jetzt haben wir Geschichte. Dass die Welt ein bisschen weitläufig ist.
Okay, war mal Geschichte. Oh! Woher? Okay. So geht's auch. Ihr habt eine Masse für Raketen, gell? Eine Masse für. Okay. Ah, schon, dass es kein Minimap gibt, ne? Also so. Who? 50%. Hmm. Naja. Okay, das nächste Mal darf ich nicht so unbedacht da reingehen und denken, es ist ein bisschen easy way. Ein bisschen mehr mit Hirn spüren. Etwas mehr Hirn. No? Registration number RB23, call sign Raven. Your records have been updated. You have also been granted access to participate in the log hunt program. We kindly request that you submit combat logs after destroying designated craft. All Mind will reward you with parts based on the number of submissions you provide. Mm-hmm. Okay. Zugriffsgewährt Lockhand. Du wurdest zu Lockhand eingeladen. Einem Unterstützungsprogramm für Söldner von allem. Finde zerstöre Ziele mit dem Lockhand-Symbol, um Kampfprotokolle zu finden. Du bist in deiner Jägerklasse um. Aha, okay. Gibt's irgendwas Neues? Ja, der hat wieder weniger Panzerung. Dafür ist er extrem leicht.
Ich bin gerade jetzt nicht für Multiplayer geregnet. Es interessiert mich gut wenig. Das ist ein neuer Boost, oder? Na, machen wir beim nächsten Mal, würde ich sagen. Reicht doch für jetzt. Beim nächsten Mal, wenn wir vielleicht ein, zwei Teile ausrüsten oder kaufen, gucken wir mal, würde ich sagen, oder? Bis zum nächsten Mal dann.